Bei dem Namen Dornröschen denkt jeder sofort an die Prinzessin, die durch einen Stich an einer Spindel in 100-jährigen Schlaf verfiel. Und mit ihr das ganze Königreich. Ausgehend von Grimms Märchen wurde dieser Stoff auf vielfältige Weise verarbeitet, unter anderem auch als Ballett mit der Musik von Tschaikowski. Eine Neuinszenierung dieses Ballettklassikers wird in Kürze von Jeroen Verbruggen an der Oper Leipzig auf die Bühne gebracht. When we go to this English title Sleeping Beauty, I sometimes take things quite literal. Als ich den englischen Titel Sleeping Beauty gehört habe, da habe ich überlegt, es wörtlich zu nehmen und das Thema Schlaf einzuarbeiten. Besonders interessiert mich, was wohl in diesen 100 Jahren im Schlaf passieren könnte. Wir sehen also schöne Träume, aber auch Albträume, so wie die Märchen ja auch eine gute und eine böse Seite haben. Zusätzlich ist das Bild der Rose für mich sehr bedeutend, wie eine junge Frau, die langsam aufblüht, wenn sie erwachsen wird. In dieser Neuinterpretation des Stoffes hat der Choreograf gewisse Details neu durchdacht, zum Beispiel einige der Figurenkonstellationen. It's all the ingredients of a normal Sleeping Beauty. Bezüglich der Figuren war es mir wichtig, dass all die bekannten Charaktere dabei sind. Es gibt die guten Feen, natürlich auch eine böse Fee. Wir haben eine Prinzessin. Es ist alles enthalten. Ich habe sie nur ein wenig anders betrachtet. Beispielsweise ist die Königin gleichzeitig die böse Fee in der Geschichte. Und dadurch gehen wir der Frage nach, wodurch die böse Fee eigentlich böse wurde. Daher ist meine Interpretation eine Art Vorgeschichte. Wie jede Märchenprinzessin träumte auch Dornröschen von der wahren Liebe, die den Fluch besiegt. In ihrer Traumwelt begegnet sie allerdings gleich 7 potenziellen Kandidaten, von denen einer der Auserwählte ist. Darüber hinaus sehen wir auch eine Familiengeschichte, in der die überfürsorglichen Eltern ihre Tochter unter ihrer Kontrolle halten wollen, um sie zu beschützen. Während der aktuellen Proben sind bereits viele Details vom Bühnenbild und den Kostümen zu sehen. Mehr davon sehen Sie in unserem nächsten Video.